Der Einsatz digitaler Medien und Tools oder auch des Internets gehört für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr oder weniger zum Alltag. Die meisten von uns nutzen in ihren Fachdisziplinen ganz selbstverständlich verschiedene digitale Werkzeuge im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit. Also wir erheben Daten, wir verarbeiten Daten oder wir werten Forschungsdaten aus. Und ja, das ist ohne digitale Unterstützung eigentlich gar nicht mehr möglich. Aber neben der eigentlichen Forschungstätigkeit spielt auch das darüber sprechen, also die Kommunikation der eigenen Forschungsarbeit und auch der eigenen Forschungsergebnisse für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine immer wichtigere Rolle. Mithilfe des Internets, also des World Wide Webs oder auch der sozialen Medien lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse eben sehr leicht austauschen und diskutieren. Dabei bleiben wir ForscherInnen nicht nur in unserer eigenen Fachcommunity, also quasi unter uns, sondern wir stehen in permanentem Kontakt mit einer durchaus interessierten, aber auch kritischen Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit beobachtet das Auftreten von uns WissenschaftlerInnen im Netz und kann sich über neue wissenschaftliche Erkenntnisse informieren und möchte mit uns ForscherInnen und Forschern auch in den Diskurs treten. Die Frage, wer bin ich denn eigentlich im Netz? Das heißt, wie werde ich dort wahrgenommen und wie möchte ich dort auch wahrgenommen werden? Die spielt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also eine immer wichtigere Rolle. Dieses digitale Abbild der eigenen Person, was da im Netz entsteht und was über uns sozusagen da im Netz kursiert, das wird eben auch als digitale Identität bezeichnet. Dieser Begriff der digitalen Identität ist dabei durchaus mehrdeutig. Also zum einen gibt es eine sehr technologisch-technische Sicht auf diesen Begriff. Da umfasst er verschiedene Smart Identity-Technologien wie beispielsweise Blockchain oder auch die digitale Erfassung bestimmter biometrischer Merkmale oder auch das Verknüpfen von verschiedenen Datensätzen über eine Person. Das Ganze hat eigentlich immer das gleiche Ziel, nämlich die Identität einer bestimmten Person eindeutig zu validieren, eindeutig festzustellen, sozusagen eindeutig zu sagen, das ist eine bestimmte Person anhand verschiedener Merkmale, die man im Netz über sie findet. Neben dieser stark technischen Perspektive gibt es aber eben auch noch verschiedene andere Sichtweisen auf das Konzept der digitalen Identität. Und eine davon ist von den ForscherInnen William Fleming und Parslow entwickelt worden. Und sie gehen weniger von der Technologie aus, sondern beziehen sich stärker auf die Praktiken, die Individuen eben im Netz entwickelt haben. Und in diesen Praktiken spiegelt sich eben im Fall von uns WissenschaftlerInnen das persönliche, akademische und berufliche Leben einer Person sehr gut wider. Das heißt, in diese digitale Identität, die wir im Netz haben, fließen letztendlich alle Informationen ein, die über eine Person im Netz existieren. Das lässt sich grob eigentlich in zwei Bereiche einteilen. Zum einen ist das tatsächlich dieses Profil einer bestimmten Person. Das heißt, während diese online agiert, also in gemeinsamen virtuellen Räumen mit anderen diskutiert, mit anderen zusammenarbeitet, dann bildet sich dieses Profil gewissermaßen heraus. Und der zweite Bereich, der wechselt quasi den Blickwinkel und konzentriert sich auf die Perspektive, die eben andere Nutzerinnen und Nutzer im Netz von dieser Person haben. Also er konzentriert sich auf die Frage, wie andere über das eigene digitale Ich eigentlich denken. Das Pflegen und Aufbauen einer digitalen Identität in der Wissenschaft bringt viele Vorteile mit und eröffnet auch neue Möglichkeiten. Sie können sich über andere Forschungsprojekte, Konferenzen und Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Stellenausschreibungen informieren. Sie können die wissenschaftliche Diskussion ihres und anderer Fächer verfolgen und daran aktiv teilnehmen. Dadurch können Sie neue Kontakte und Kooperationen knüpfen und auf solche Weise neue Netzwerke aufbauen. Durch die Teilnahme am digitalen wissenschaftlichen Diskurs können Sie auch ein breites Publikum für das Präsentieren Ihrer eigenen Forschung erreichen und ein vielfältiges Feedback sowie Unterstützung bekommen. Außerdem können Sie natürlich potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erreichen und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Dabei können Sie selbst bestimmen, wie Sie im digitalen Raum auftreten möchten, wie viel Sie preisgeben und wie aktiv Sie am wissenschaftlichen Diskurs teilnehmen,
ist eher persönliche Entscheidung. Wichtig ist festzustellen, welche digitale Identität haben Sie schon bereits und wo Ihre zukünftigen Prioritäten liegen. Dabei kann Ihnen das Modul 1, Wer bin ich, digital helfen.